Herzlich willkommen zu diesem Video. Der Hoshi präsentiert Bahnverkehr in Liestal und Zürich Hauptbahnhof und ein kleines Infovideo am Schluss. Thank you.
der Werbung geht's weiter in Zürich Hauptbahnhof. Haben Sie mal Lust, auf einer Mobilbahn mitzufahren oder selber an Ihrem Geburtstag, Hochzeit oder wenn auch immer eine Mobilbahn zu buchen, bei sich zu Hause oder bei Ihrem Geschäft, dann haben wir das Richtige für Sie. Unsere Mobilbahn ist frisch revidiert, erstrahlt im frischen Glanz und freut sich, also vor allem unsere Dampflok freut sich auf die Fahrten in Ihrem Garten. Besten Dank und bis bald, hoffentlich. Nach der Werbung geht's weiter mit einem kleinen Infovideo. Herzlich willkommen bei EWE Nostalgie Bahnservice. EWE Nostalgie Bahnservice ist ein kleines, privates Unternehmen bzw. Verein, wo sich für den Erhalt von alten Waggons, Dampfloks, E-Loks, Rangierloks und so weiter, aber auch Stellwerke, alte Bahnhofsschilder, Polster, Sitze und so weiter erhalten lässt. Mal auf der Webseite vorbeischauen. Es lohnt sich, aber es lohnt sich noch mehr bei EWE Nostalgie Bahnservice den Kontaktbalken anzuklicken und in Kontakt treten und dann eine Führung zu buchen. Gut, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei EWE Nostalgie Bahnservice. So, nochmals
Herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Hier werde ich jetzt vor allem über das Thema Corona sprechen. Und zwar, ich weiß, man sollte den ÖV so gut wie möglich umgehen. Aber ich muss für mich sagen, wenn ich eine kleine Reise mache, dann ist es nur am Wochenende. Aber jetzt sage ich auch, dass ich immer ein Desinfektionsmittel mit dabei habe. Und natürlich auf den Abstand schaue ich sehr gut. So gut wie es geht. Also ich gebe mir Mühe, aber habe auch Mühe. Ja. Und das klappt eigentlich immer sehr gut. Also von mir aus gesehen. Und ja, mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen. Für mich ist einfach die Leidenschaft, Videos zu produzieren, und für das muss ich nun mal auch wieder Flüsse, Bilder oder Videos aufnehmen. Klar, ich könnte auch aus dem Archiv nehmen, aber da habe ich immer die Zweifel, ja. Mit denen habe ich ja schon Videos, und wollte ich es wirklich ein zweites Mal ansehen. Manchmal mache ich das auch, aber ja, wenn man das immer macht, und ich selber für mich eine Abwechslung. Ich habe es immer gerne, wenn ich frische Bilder, Videos habe zum Bearbeiten. Wie gesagt, das ist meine Leidenschaft, zum so Videos produzieren. Allerdings, was ich auch noch muss sagen, in den letzten paar Wochen bin ich mehrheitlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Habe eine gemütliche Fahrradtour gemacht hier im Kanton Zürich, also im Oberland. Ja. Und über die Ostern war ich zu Hause bei meinen Eltern. Ich weiß, hat man auch nicht sollen, aber ist Familie, und Familie kann man nicht trennen, von mir aus gesehen. Gut. Ich wünsche oder hoffe, dass ein Teil von euch trotz allem auch schöne Ostern gehabt haben. Einfach zu Hause mit Familie und so weiter. Somit wäre das eigentlich gewesen, meine kleine Info. Ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, Abend, morgen, Nachmittag, wenn auch immer ihr dieses Video anschaut. Auf Wiedersehen zusammen. Kraft noch von zu sehen.
Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wenn auch immer ihr dieses Video anschaut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen miteinander.